Hallo zusammen, heute machen wir mal wieder einen Do-It-Yourself-Test. Heute basteln wir uns ein Erinnerungsstück oder ein Dekorationsstück oder ein selbstgemachtes Geschenk jetzt für Weihnachten, für die Großeltern oder auch eine sehr schöne Idee fürs Kinderzimmer, Babyzimmer, was auch immer. Wir machen heute Salzteig-Handabdrücke. Ihr seht hier die Zutaten schon, die wir brauchen. Das ist eine Tasse oder ein Glas Salz. Dann brauchen wir 2 Tassen Mehl für den Teig. Das hat man ja eigentlich in der Regel auch zu Hause so, die Zutaten, nichts Besonderes. Also 2 Tassen Mehl. Kommen da jetzt rein. Mal schauen. Okay, so. So. Im Übrigen war das mein allererster Salzteig überhaupt. Und da kommt dann noch ein kleiner Teelöffel Öl rein, damit das geschmeidig bleibt darauf. Eine Tasse Wasser. Und dann wird das Ganze so lange geknetet. Und ihr könnt da auch nach und nach nochmal Mehl reingeben, wenn es zu klebrig wird. Also die Konsistenz eines guten Salzteigs erkennt ihr daran, dass sich das tatsächlich anfühlt und so verhält wie richtige Knete. Also wenn das so eine Konsistenz hat, nicht mehr klebrig ist und so biegsam und fluffig, wie richtige Knete, dann ist euer Salzteig perfekt. So, dann habe ich angefangen, den Salzteig auszurollen auf einem Stück Backpapier. Nicht zu dünn und auch nicht zu dick, also lieber dicker als zu dünn ausrollen. Dann habe ich eine Schale genommen und wollte mir daraus also 2 Platten machen. Das war aber wirklich überhaupt nicht ganz, also es war überhaupt nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Also nehmt auf jeden Fall irgendwas mit einer schärferen Kante. Also meine Schale ist halt sehr, sehr rund und das hat nicht so wirklich gut funktioniert. Ich glaube, alles aus Plastik ist da irgendwie einfacher. Also ist auf jeden Fall, sollte die Platte dann groß genug sein, um einen Handabdruck von wem auch immer, Pfotenabdruck, Handabdruck, was auch immer ihr abdrücken wollt, sollte auf jeden Fall Platz genug haben auf eurer Platte, die ihr da vorbereitet. Und macht das auf jeden Fall auf Backpapier, sonst kriegt ihr das nie wieder vom Tisch ab. So, nach gefühlten 80 Jahren habe ich es dann irgendwann geschafft, 2 Platten auf meinem Backpapier zu machen, auszustechen sozusagen. Mit dieser moxigen Schale, die ich dafür genommen habe, die war wirklich absolut ungeeignet dafür. Also das fürs nächste Mal weiß ich da Bescheid. Das war nicht so gut. Wie ihr sehen könnt, sind die Ränder auch dadurch ein bisschen so fransig, was nicht so schön aussieht. So, dann nehmt ihr euch euer Kind und drückt die Handfläche drauf. Was ihr gleich feststellen werdet, ich habe vergessen, die Hand meiner Tochter vorher zu bemehlen, also einzustäuben. Sie hat nämlich, wie ihr jetzt gerade seht, Schwierigkeiten, ihre Hand aus dem klebrigen Teig wieder zu entfernen. Das habe ich da auch nicht bedacht. Ja, wir hatten sehr viel Spaß. Also ja, es war wirklich überhaupt nicht so einfach für sie, ihre Hand da jetzt wieder rauszunehmen, ohne den kompletten Teig wieder zu zerstören. Aber sie hat es geschafft. Und hat einen sehr schönen Abdruck hinterlassen. Ich musste da nur an einer kleinen Stelle nochmal nachbessern. So, bei meinem Sohn war ich dann schlauer. Seine Hand habe ich dann vorher mit Mehl bestäubt. Und ja, dann nochmal kurz eine Anleitung gegeben, was er jetzt überhaupt machen soll mit seiner Hand. Und dann habe ich die da eingedrückt. Also seid da nicht zu grob. kleine Kinderhände sind doch recht empfindlich, also nicht zu grob. Ja, einmal ist sein Finger verrutscht, deswegen sieht es aus, als hätte er 6 Finger. Na, so ist das. Also ich habe es danach, habe ich die Platte 2 Tage lang trocknen lassen und dann nochmal 3 Stunden bei niedriger Temperatur in den Backofen getan, damit es richtig, richtig trocken ist. So, für die Dekoration habe ich mir Acrylfarbe auf Wasserbasis besorgt. Totaler Schwachsinn, kann ich euch schon sagen. So ein bisschen Deko für Elefants und eine Heißklebepistole später zum Befestigen von dem Ganzen und 2 so Holztabletts. Das sind eigentlich Tabletts,
aber die sind quadratisch und da kommt das alles rein. Dann habe ich die Handabdrücke quasi bemalt, wie ihr das sehen könnt, Acryl. Ich wollte, dass es so eine matte Optik hat. Ich empfehle euch aber, eure Salzteige nach dem Trocknen auf jeden Fall mit einem Klarlack zu bearbeiten, bevor ihr die anmalt, dann hält das auch wirklich für die Ewigkeit. Die Innenseiten meiner Tablette habe ich auch nochmal angemalt. Und anschließend mit der jeweils anderen Farbe die Handabdrücke dann auch nochmal, damit man das besser sehen kann. Das sieht man sonst einfach zu schlecht. Und so sieht das Ganze dann frisch bepinselt aus. Dann habe ich mir diesen Deko-Füllefanz genommen, habe das auch nochmal bemalt und habe die Initialen dann quasi in das Herz reingeritzt, beziehungsweise habe die Farbe abgekratzt und dann mit den Initialen meiner Kinder, damit ich später dann auch noch weiß, wessen Abdruck das mal gewesen ist. So, und dann wird das Ganze mit einer Heißklebepistole dann angebracht, aufgeklebt. Also die Seiten, es hat sich so ein bisschen gebogen, deswegen habe ich jetzt nur die Seiten beklebt, die tatsächlich auch das Tablett berühren. Andernfalls macht das natürlich keinen Sinn. Ja, ein bisschen angedrückt halten, bis der Kleber hart ist. Das geht sehr, sehr schnell. Also mit einer Heißklebepistole muss man zügig arbeiten, weil der Kleber doch wirklich sehr schnell hart wird. Und das schöne, selbst angemalte Deko-Element wird dann natürlich auch noch angeklebt. Die Farben sind natürlich nur mein eigener Geschmack. Ihr könnt natürlich eure Salzteige so dekorieren und bemalen, wie ihr das wollt. Ich finde es allerdings sehr, sehr schön. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Ich habe selber sogar auch noch einen aus meiner Kindergartenzeit von mir, was ich persönlich sehr niedlich finde. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Also ich finde das sehr dekorativ, sehr, sehr schön. Ich könnte mir das wunderbar vorstellen, in einem schönen Kinderzimmer oder auch in den passenden Farben für die Großeltern zum Hinstellen. Das ist auf jeden Fall echt eine ganz, ganz entzückende Idee. Und ich bin sehr, sehr stolz auf meine Kinderhandabdrück Do-It-Yourself-Idee. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Nachbasteln. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Bastelvorschläge für mich. Etwas, was ich für euch einmal nachbasteln und testen soll. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und falls ihr mein letztes Video verpasst haben solltet, dann schaut doch und klickt doch einmal hier. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich freue mich und bis ganz bald. Tschüss.